Hallo und willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Ich habe hier gerade die E-Mail gelesen. Oh, wir können ganz viele Spieler verlieren. Eieieiei. Das ändern wir gleich mal. Und zwar. Gucken wir mal, wen wollen wir verlängern? Wittwald? Wittwald, was für Wittwald? 25, 2 Jahre. Wichtiger Schauspieler. Nee, du bist raus. Du hattest deine Chance. Es tut mir leid. Zander, nein. Caldirola. Ja, brauchen wir. Wir haben nämlich keinen. Doch, wir haben noch einen Stammspieler. Wir geben dir 27. Wichtig für die erste Mannschaft. Was? Wichtiger Stammspieler. Ja, du bist wichtiger Stammspieler, mein Freund. Träumen wir weiter. Aber wir sagen es mal. Lorenzen, nein. Sternberg, nein. Oh, Krillic. Krillic, ja, du. Nein, du, mein Freund, kriegst 23,5 und bist wichtiger Stammspieler. Und wie, du bleibst jetzt nicht bei mir. Wolf, nein. Fritz, nein, zu alt. Garcia, Trobny. Garcia auf jeden Fall. Ein Jahr nur? Gut, Garcia nicht. Wir brauchen Garcia eigentlich nicht. Wir haben Bauer. Das ist schon okay. Wir suchen uns danach wieso noch ein paar junge Spieler. Trobny kriegt auf jeden Fall nochmal ein Jahr. Und ist auch wichtiger Stammspieler. Ne, wichtig. Wichtig, erste Mannschaft. Zap. Okay, dann war's das. Dann gehen wir jetzt mal ins Spiel. Heute spielen wir gegen Hoppenheim. Nachdem wir gegen Köln. Ja. Unglücklich kann man ja nicht sagen, aber wir haben verloren. Leider. Sind jetzt auch nur noch Elfter. Haben jetzt wieder knapp auf den Tabellen Sechsten. 4 Punkte Rückstand. Jetzt habe ich nicht geguckt. Wo ist Hoffenheim? Ist Achter. Da, Hoffenheim ist 3 Punkte vor uns. Okay. Das heißt, es wird extrem spannend, dieses Spiel. Wir spielen in Hoffenheim. Wir wechseln, genau richtig. Und zwar geht Kruse, der kriegt mal eine Pause. Dafür kommt Eckstein. So, Jatta Bayre kommt für Bartels. Kainz kommt für Gnabry. Grilic kriegt auch mal eine Auszeit. Dafür kommt Bargfrede. Wir geben Garcia die Chance für Bauer. So. Sané kriegt auch mal eine Pause. Dafür kommt Caldirola. Wir wechseln wieder viel zu viel. Ich merke das jetzt schon. Und dann lassen wir es auch so. Wir lassen es so und gehen rein ins Spiel. Wir sind halt echt so extrem angeschlagen. Das ist echt brutal. Oh, die Mauer habe ich gar nicht gesehen. Die kam erst viel später. Hui, Trevisa. Gut, dann rocken wir ins Spiel mal rein. Und heute zählt nicht weniger wie 3 Punkte. TSG, 3 Punkte vor uns. Und wir schnappen sie uns. Wir spielen auf Konter. Ich glaube, Hoffenheim wird aggressiv starten. Stehen schon weit vorne. Kann uns eigentlich nur. Ja. Bargfrede verliert er gleich mal den Ball. Keins probiert ihn zurückzuregen, schade. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Okay. Oh, stark von Moisander. Aber kriegt den Ball leider nicht. Okay, Priselassie fasst da gut nach. Oh. Das war wieder fast Ballverlust gewesen. Ja. Wir müssen echt aufpassen hier hinten in der Abwehr. Alles Moisander. Ja, wir rücken zu langsam raus. Das ist Amiri. Der erste Warnschuss von der TSG. Wir müssen schneller rausrücken. Jetzt mal Santiago Garcia. Schön. Oh, und der Fehlpass. Okay, jetzt sind wir natürlich hinten ein bisschen offen. Rupp. Oh, schön gemacht. Jetzt mal Kainz. Kriegt er den? Oh ja, den hat er. Santiago. Garcia. Johansson. Ja, das sind keine Anspielstationen. Aber Johansson holt sich wieder zurück. Alles Caldirola. Moisander. Garcia. Schön. Jetzt der Wiederaufbau. Schön in die Tiefe gespielt. Auf Kainz.
Der wieder auf Garcia. Ah, oh, die Flanke kommt nicht an, schade. Aber weiter, wir sind weiter im Ballbesitz. Zapp. Da ist keins. Ja gut, wir müssen jetzt nicht hier Angst fangen zu tricksen. Oh, keins! Ja! 1-0! Ist schon Werder Bremen. Schönes Ding. Endlich. Erster Schuss. Nee, zweiter Schuss. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wir sind effizient. Ausnahmsweise mal. Oh, ich werd verrückt. Dass ich das so erleben darf in meiner Bremen-Karriere. Ich werd verrückt. Wir sind effizient. Es war auf jeden Fall ein wunderschönes Tor. War echt schön. Da ist Rupp. Auf Vogt. Jetzt müssen wir aufpassen. Den hat aber Gebre Selassie. Oder auch nicht. Hallo, was machst du denn? Was? Dein Ernst gerade? Fochel, du. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, droppt die stark. Da ist Eckstein. Der verliert gleich den Ball. Schade. Okay. Und 1-1. Ganz ruhig. Mann, sind wir scheiße in der Abwehr. Es ist doch kacke. Es ist nicht normal, ehrlich nicht. Gleich wieder fast mit dem Fehlpass. Da ist Bargfrede jetzt mal. Oh, da ist Garcia. Und? Nein! Nochmal! Johansson 2-1, ja Mann, ja! Was läuft jetzt? Jetzt muss noch die Abwehr stehen. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Nein. Zweites Bundesliga-Tor für Johansson, nice. Terrazino hat gegen uns getroffen. Wir dürfen jetzt echt schon wieder einen schnellen Ausgleich kassieren. Ah, schön. Oh, kriegt den Johansson? Nee, der war zu steil. Schade. Oh, schade. Aber schön gegen den Torwart agiert. Okay, das Mittelfeld geht ein bisschen zu schnell bei uns zu überbrücken. Ja, Junusovic ist auch wieder zu spät. Aber geht Brüsselassi, passt da auf. Schön. Foul? Gibt's sowas bei FIFA? Hall. Das pfeift der jetzt, was? Ah, du bist doch gekauft, Digga. Also da bleibt mir die Spucke im Mund weg, bleibt mir da. Bei so einem Pfeife. Ha, danke. So, Jutta Barre. Jutta Barre. Oh, der sieht Eckstein. Wir kommen nicht durch. Wir kommen echt nicht durch. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Der vernascht alle. Oh, Vogt mit dem Abschluss. Schade, war nix. Schade, schön. Böse. Moisander. Da ist Bargfrede. Da ist Eckstein. Ach, der... Wir müssten auch mal wieder einen hohen Pass spielen, nicht so wie eben den flachen. Da muss ein hoher Pass kommen, der kommt dann rüber und dann läuft es auch. Jetzt müssen wir aufpassen, Amiri wieder. Der macht ziemlich viel Druck. Er ist gut, der kleine Mann. Da ist keins. Oh, das haben wir gut gemacht. Ja, schön gelöst. Jetzt haben wir da mal ein bisschen Platz. Und wir können uns auch noch absetzen. Oh, Eckstein, schade, abgewehrt. Aber Eckball. Kommt Sané. Oh, ja, okay. Das war ein Satz mit X. Da ist Bargfrede. Nusovic. Oh, die Flanke war schlecht. Aber Halbzeit. Bremen führt 2-1 zur Halbzeit. Es ist ein Spiel, das gefällt mir eigentlich irgendwie nicht so wirklich. So, wir gucken mal. Hier, Achtung. Junusovic kriegt die Pause, dafür kommt
Dafür kommt Hajrovic. Gnabry kommt nochmal für Kainz. Und Johansson kriegt seine Pause. Dafür kommt nochmal Pizarro. Nice. Also nochmal ein bisschen mehr Druck nach vorne. Das passt schon. So, zweite Halbzeit geht los. Ja, mit Hajrovic gegen Nusovic, denke ich, haben wir nochmal ein bisschen mehr offensiv Schwung da reingebracht. Ich denke, Barkfried ist auch ein Stück aggressiver wie Krilic. Aber Krilic hat halt einfach... Ja, wollte gerade sagen, jetzt aber mal hier. Ja, wurde jetzt auch mal Zeit. Längst überfällig. Schwegler. Du böser Mensch, du. Oh, 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 das war fast ein Fehlpass. Na, ah, wir kommen nicht durch. Jedes Mal steht da ein Spieler. Das gibt's doch nicht. Ah, Pizarro. Na gut, der ist aber halt auch. Aber schön von Gnabry. Gut aufgepasst. Da ist wieder Jatta bei Reh. Der nimmt schön Barkfriede mit. Oh! Wird da abgeräumt. Das muss doch mal ein Foul geben. Ja, genau. Oh, oh, da kocht's innerlich in mir. Das war, also wenn das jetzt kein Foul war, ja, dann weiß ich nicht, warum er bei uns vorhin gepfiffen hat. Ah, Drop, die macht das Spiel schnell. Ah, Eckstein bewegt sich dann nicht, schade. Aber er kämpft, das ist gut. Ja, wir werden jetzt gerade hier von Amiri verarscht, aber kein guter Abschluss. So, Jatta bei Reh. Oh, der kommt gerade so an. Oh, da ist Pizarro. Ach. Aber er kriegt ihn wieder. Ha! Das steht schon wieder an, Mann! Das gibt's echt nicht. Ah, da ist Barkfried jetzt. Ah, der kriegt die Flanke nicht, schade. Rupp jetzt mit dem Vorstoß. Aber Gnabry passt da gut auf. Zacho. Ja, lauf doch. Ach, Eckstein, lauf doch bitte zu Ende. Mann, 65 Minuten durch. Es ist echt verdammt spannend. Ich bin irgendwie ein bisschen arg angespannt gerade. Eckstein! Ja, nice, 3-1. Ja! Schönes Ding. Nice. Nice, nice, nice. Schön von Eckstein. Der war echt nice. Aber auch schön gespielt. Jetzt steht ein bisschen mehr auf unserer Seite. Das ist schon mal gut. Das heißt, Hoffmann muss jetzt kommen. Okay, was war das? Polanski? Oh, Pfosten! Was ein Schuss! Huiuiui. Okay. Oh, geht's jetzt mal schnell? Da ist wieder Pizarro. Nein! Ich drück zu leicht. Oh, das war blöd. Ah, Gebrselassie gewinnt da den Kopfball. Hajrovic verliert den Ball gegen Sandro Wagner. Aber er kämpft. Oh, schön. Jetzt Gnabry. 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 Oh, schade. Aber schöner Schuss. Oh, das war ein schönes Solo. Der war nice. Wieder der Eckball. Gebrselassie, naja. Hajrovic. Schade, die Flanke war abgewehrt. Jetzt müssen wir aufpassen. Terracino. Okay, Polanski. Weiß auch, was Sané mit dabei. Ja gut, sie spielen wieder hinten rum. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt wieder geordnet in der Abwehr stehen. Ja, stehen wir auch. Nice. Oh, Hajrovic. Oh, Eckstein. Nein, er macht ihn nicht.
Dieses Spiel, es kostet mich einfach nur Nerven. Warum macht er den denn nicht? Oh, das war aber auch ein schlechter Pass von Hajrović. Ah, schade, da haben wir spekuliert. Das sollten wir vielleicht lassen. Okay, ja, Tabaré hilft damit. Geben Kim Ching Su. Na, Knapri, schön. Hajrović da wieder. Oh, Pizarro. Kriegt er den? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Schade. 88 Minuten durch. Das sollte es eigentlich sein, aber. Fuck, niemals nie. Oh. Oh, ich hatte schon vorher gedrückt und sorry. Ja. Ja, dabei Reh gegen Süle. Und er kriegt den Ball. Ah ja. Ja. Okay. Egal. 3-1. 3-1 in Hoffenheim. Kann man mal durchaus durchziehen. Was ein Spiel. Ehrlich, das hat mich jetzt ein paar Nerven gekostet. Uiuiui. Ein paar graue Haare sind auch gewachsen. Ach ja, ja, ja. Das heißt auf jeden Fall, wir sind punktgleich jetzt mit Hoffenheim, richtig? Oh, wir sind sogar vor Hoffenheim. Nice, 16. Spieltag. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein Spiel, bevor der Transfermarkt beginnt, glaube ich. Haben wir doch noch, oder? Wir gehen mal kurz hier. Fußballverband, ja klar. Zu. Oh, super. Und jetzt gehen wir hier in die... Was haben wir hier? 79? Was? Ablehnen. 76? Ablehnen. 84? Ablehnen. 90? Oh, 90. Spieler verpflichten wir mal. Ja, ja. Jetzt machen wir hier noch kurz mal ein bisschen Training. Zap, zap. Das läuft auf jeden Fall bei uns. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Spieltag vor der Transferphase. Schickt mir einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir ein paar Kommentare, wen wir uns in der Winterpause holen sollen und wen wir verpflichten sollen, bevor es wirklich losgeht, das Fenster, damit ich mir auch ein bisschen gucken kann, wie, was und wo. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin, tschüss!